Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 App Store Verheider. Mit dabei war den Paul, den Suko und den Uwe. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Achso, nee, warte. Wunderschönen guten Tag, ne? Naja, eigentlich ist es ja guten Morgen, aber. Ja, wer kam auf die Idee? Ich bin immer noch nicht wach. Wer kam auf die Idee, am Feiertag um 9 Uhr aufzunehmen? Wer war das? Ja. Gut. Ich sitze gerade in einem Fiat und der hat fast keinen Sprit mehr, ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Sehr gut, aber Geld haben wir ja Gott sei Dank zum Tanken. Das stimmt. Solange sich CP noch nicht meldet, dass er leer ist, dann fährt er noch ein paar Kilometer. So weit vertraust du CP schon? Jo. Okay, du bist aber auch ein mutiger Kerl, ne? Also. Jungs, was gibt's denn zu tun? Ich hätte. Das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Erster. Ich muss Feld bearbeiten. Achtung, ich drehe mal nach links ab. Okay, Uwe war erster. Geh, Uwe. Was? Feld bearbeiten? Welches? Ja. 36. Wo ist denn die 6? Ja, was müssen wir denn da machen? Flügen. Tja. Das kommt um was Neues drauf machen. Ja, geflügt ist schon? Warte. Nö. Nee. Und ich glaube, die Zuckerrömer hoch sind der Reif. Ja. Ja, unser Flug ist leider noch auf Mission, ne? Der Raps ist auch erntereif auf der 24, wenn ich das richtig sehe. Zuckerrömer hat er gesagt, erntereif. Da sehe ich mich. Ich mache meine Düngermission. Was? Ich dachte, du machst den den Abfahrer. 15.000 lasse ich mir nicht hingehen, ne? Also. Warte mal, Uwe, soll ich das wegfahren? Warte, ich fahr das weg. Nee, warte, ich fahr hier rückwärts. Alles Nein, gut. Ich fahr das weg. Ich so, weißt du, eine gute Tage am Tag. Ach, jetzt steht hier hinter mir noch was. Ja, danke schön. Ich befahren bin, ne? Also. So, das ist aber genug Nettigkeit für heute. Perfekt. Paul, hatten wir irgendwo ein Schiebeschild? Wir hatten einen Verteiler. Du hattest deinen Spezialverteiler am Hof, oder? Ja, ich. Beim Kuhstall steht er. Ein Silo hinten reinschieben, aber. Du musst auf der. Wenn du drauf zufährst, auf der rechten Seite nochmal ganz hinterfahren, weil links habe ich es jetzt vorher geschafft. Am Anfang ging das noch nicht. Eine Sache wollten wir ansprechen, ja. Weil es auch in den Kommentaren auftauchte. Es wurde ein Map-Wechsel in den Raum geworfen. Ich sage jetzt nicht vorgeschlagen oder irgendwie gewünscht. Das war nicht der Fall. Es wurde nur mal angesprochen, ob wir das vielleicht mal machen wollen würden. Jetzt wäre die Frage an den lieben Zuschauer da draußen. Oh Gott, ich bin tot. Wäre es wünschenswert, dass man mal einen Map-Wechsel vornimmt? Oder beziehungsweise habt ihr vielleicht einen Vorschlag für einen Map-Wechsel? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wir haben schon ein bisschen... Hallo. gerätselt oder gemutmaßt. Wir haben mal so irgendwie Ravensberg, haben wir mal gesagt. Oder... Ich weiß nicht. Das schreibt es gerne den mal Topf rein. Geworfen. Was für Ding? Weißt du, einen Topf kann man alles werfen, ne? Ob es dann halt auch gegessen wird, wenn ich das so beim Topf-Jargon bleiben darf, ist was anderes. Ich habe prinzipiell nur ein Kriterium für mich. Ich will keine Karte doppelt bespielen. Ich dachte, schade. Du hast aber zu viele Karten schon bespielt, ne? Ja, aber dann müssen die Mapper einfach mehr Karten machen. So. Wow. Ja, okay. Wir gehen auf die Rade, Old. Den Schuh ziehe ich mir an. Nee, aber mal gucken, was dabei rumkommt. Wenn jemand coole Ideen hat, dann gerne damit rein. Was haben wir denn für Kriterien? Eigentlich nicht so viele, ne? Also wir bräuchten nur einen schönen Hof. Und den Rest können wir uns eigentlich selber machen. Sie sollte halt nicht zu klein sein. Genau, nicht zu klein. Für mich persönlich müssen auch jetzt eigentlich keine Produktionen drauf sein. Nee, ich denke nicht. Nee. Da haben wir andere Sachen für. Also einfach eine schöne Basic-Karte. Ey, das ist die Frage, nehmen wir denn unser Equipment mit? Das ist ja für die Zuschauer auch nicht uninteressant, ne? Damit sie schon mal wissen, so welche, ich sag jetzt, Feldgrößen und sowas wir benötigen. Also da der Weg bisher doch eher steinig war, ich erinnere da an schwierige Zeiten, wo wir nicht mehr Geld für den Sprit hatten. Ja. Würde ich schon sagen, dass wir es mitnehmen. Nee, alles gut, ne? Aber ich bin da nicht beratungsresistent. Also wenn ihr sagt, Jungs, ich hab da gar keinen Bock mehr drauf, wir machen noch neu, dann machen wir neu. Ist auch kein. Ich hab da keinen Bauchschmerz mit. Ich bin da völlig emotionslos. Ist interessanter, wenn man neu startet. Aber ja, wobei man muss also, fast schon sagen, eigentlich wurden ja die Sachen immer umgezogen, Paul. Naja, also ja, hier so jetzt gezogen. Hier jetzt nicht, das stimmt, aber von davor wurde es quasi, ne? So auf die Stappenbach wurde es umgezogen und sowas. Lassen wir einfach offen. Ne? Ja, ja. Wir müssen ja auch nicht alles mitnehmen, wir können ja ein paar Sachen verkaufen und so ein paar Geräte mitnehmen.
Solange der Johnny dabei ist, ist alles gut, ne? Unser kleiner Liebling. Ja, sonst müsste ich schon wieder nach Updates fragen. Ja, so ist es. Ich hab so. Bah, nee. Moment, 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 Moment. Ich erinnere mich an die letzte Aufnahmesession, wo du vorm Johnny standst und gesagt hast, so schlecht ist er gar nicht, ne? Ja, das ist richtig, aber jetzt den so in den Himmel zu loben, ist auch nicht die richtige Wahl. Sehr gut. Wo, sag mal, hatten wir. Wo ist denn der Düngersteuer? Hatten einen Düngersteuer? In der Garage steht ein Düngersteuer. Ein Bredersteuer. Ja, da bin ich, aber ich finde ihn nicht. Dann steht er vielleicht hier. Nee, der BGA war. Bin ich mal die Runde gefahren, da war er nicht. Danke, Paul. Hatten wir Paul, ganz, oder? Ganz kurz. Nee. Kriegst du das ja. mit dem Überlade IT-Runner Container so hin, dass ich überlade und der direkt ins Lager lädt? Dann brauchst du nicht abfahren. Dann fahre ich da einfach immer kurz selber vorbei. Steht am Händler, steht der. Der kann nicht ins Lager einladen. Okay. Dong. Ja, ein bisschen kraftvoll gewesen. Muss gleich nochmal eine Vorgewendebahn hier mehr fahren. Ich bin jetzt in der dritten Bahn hier bei den Zuckerrüben. Hab schon über 60%, also 19.000 Liter, das läuft. Irgendwann werden wir uns einfach so eine Europa-Maus kaufen. Das wäre echt geil, ne? So Feldhäufen machen und dann so aufladen. Ab und zu, ich bin jetzt kein Freund für jedes Ding, aber hier wird es tatsächlich passen. Wir sind vier Leute, weißt du, das ist nicht zu chaotisch. Das stimmt. Und die sieht man halt auch nicht so oft, weil keiner will sich den Schuh anziehen und sich eine Maus kaufen. Für so viel Geld. Weil das echt ein cooles Gerät ist. Seh schon, Paul haben wir schon. Ja, definitiv. Aber dann müssen wir halt noch mehr Zuckerrüben und Zeug machen, ne? Ja. Erstmal Düngerstreuer abholen, so. Warum steht der am Händler? Haben wir den neu gekauft oder wurde er zurückgesetzt? Was Leichteres. Ich wollte gerade sagen. So sauber wie er ist, ist er neu, also. Da ist nichts drin, ne? Kann schon sein, dass wir den erst gekauft haben. Wo kann ich den Dünger abholen? Sag jetzt nicht bei Agravis, weil das, Doch. Oh nein. Doch. Da steht doch auch der kleine, Lader, wo du mit der Schaufel runter kannst und schön per Hand reinschaufeln. Ehrlich, ja, kaufe ich lieber Bigpacks. Nein, ich kaufe keine Big Packs. Sind die teurer? Vermutlich. Okay, dann fahre ich zu Agravis hoch. Also was mir jetzt immer wieder auffällt, ne? Ich komme ja so einmal die Woche in diesen Deutz zurück hier. Und in der anderen Zeit der Woche fahre ich ja in ganz vielen anderen Projekten andere Traktoren. Aber der Deutz hat mit Abstand den größten und dicksten Bildschirm weit und breit, ne? Also da geht nicht mal der 1050er-Fan dran, also der hat wirklich den größten Bildschirm irgendwie. Du meinst, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, großer Bildschirm? Naja, großer Bildschirm hat viele Funktionen im besten Fall. Im besten Fall. Würde ich jetzt nicht unterschreiben, ohne es genau zu wissen, aber gut. Nein, du darfst ihn nicht fahren. Weißt du... Mein Bildschirm ist wenigstens animiert, ne? Du hast da einfach nur so ganz, ganz komische Grafiken. Ja. Das ist auch das hat Zehntausender gekostet für nix und wieder nix. Nee, das ist inklusive. Achso, naja. Guck an. Inklusive. Schon aufgeschlagen. Ja. War aufgeschlagen ist inklusive, ist nicht so schlimm. Ich glaube, meine Kaffeetasse hat ein Loch, der ist schon wieder leer. Ja, kenne ich irgendwoher. Ich habe auch echt heute Morgen festgestellt, ne, ich werde alt. Der zweite Tag in Folge, so gegen 2 Uhr ins Bett gehen und kurz nach 6 aufstehen, weiß ich nicht, funktioniert nicht. Alt, aber das ist doch eher, sagt man ja, in den besten Jahren, ne, wenn man so wenig Schlaf braucht und viel vom Leben hat. Ja, aber ich glaube, aus der Zeit bin ich halt raus. Ach so. Also mein Körper schreit schon nach Schlaf. Ja.
Aber irgendwie hat mich da gerade jemand gepackt mit so einem Fieber. Das ist nicht gut. Ach so. Ah, Leute gibt's. Ich sag's dir. So, weißt du, aber da, man muss ja nicht sagen, man lernt mit der Karte mit, ne? Früher hätte ich jetzt hier eine Rampe gebaut, jetzt gehe ich hier ran und drücke Knopf. Und dann geht das auf, im besten Fall. Das ist schon faszinierend, ne? Das ist schon Wahnsinn, die Zeit, also. Naja. Aber man muss einfach mal was erlebt haben, das ist halt einfach so. Sind die schönen Erinnerungen, die bleiben, ne? Auch das, ja. So, warte mal, da ist eine Rampe. Ich denke mir gerade so, das wird doch nichts. Also ich weiß nicht, ob du sonst mit dem Breder unterfahren kannst, aber ich glaube, die Abladestelle ist halt in diesem kleinen Häuschen direkt rechts. Ja. Ich weiß nicht, wie weit die Trigger rausgehen. So, meinst du, dass ich... Okay. Warte, ich spring mal kurz hoch. Ich hätte es jetzt so gemacht, tatsächlich. Ja, du, dann mach das so. Werner V2. V2? Stand sogar in den Changelogs. Den verstehe ich nicht, V2. Die Map V2. Ja, was willst du mir damit sagen, Paul? Ich klaue dir den mal kurz. Du willst den irgendwo hinfahren zum Auffüllen. Klar. Und mich lässt er dumm sterben, weißt du? Es ist einfach unglaublich. Ach, ich weiß nicht, was du meinst, Paul, okay. Ich zeig's dir gerade. Sind die Trigger groß, ja nicht dumm sterben. Groß genug oder was? Trigger wurde nach vorne gesetzt. Der Trigger wurde rausgezogen. Ah. Also du brauchst nicht mehr den kleinen. Nein. Zum Auffüllen, ja, okay. Wir waren wie so. Okay. Danke. Kein Problem. Paul, weißt du, da wollte er echt, ne, mal was Neues zeigen. Und ist nicht erwischt, hab ich schon gesehen? Ja. Sonst wäre Werner da jetzt wieder 3 Folgen beschäftigt. Du, ich habe da mittlerweile keinen Zahnschmerz mit, ne? Also, ja, ich weiß. Das ist ja das Problem an der Sache. Gibt sowieso Zuschauer und denen kannst du es eh nicht recht machen. Egal, ob du jetzt viel redest, passt nicht. Viel fährst, passt auch nicht. Zu viel Schweigen ist blöd, ne? Ja. Es ist einfach schwierig. Agave sagt auf Wiedersehen. Nada, nett. Was haben wir eigentlich gerade für 30.000 Euro gekauft? Dünger. Alter Falter. Aber der kommt jetzt auch wieder rein, weil ich habe eine mit 12.000 eine Mission und eine mit 17.000. Okay. Feld 15, Feld 23. Jetzt nur eine von den beiden finde, ist okay. Ja, die müssten noch blinken. Ah ja, 15 ist da oben. Das ist eigentlich auf der 23. Achso, 23 ist das riesige Feld quasi unterhalb der BGA, da wo Paul gerade drauf ist, ein Stück weiter runter. Oh lol. Okay. ich weiß nicht, ob du mit dem Düngerstreuer voll hinkommst. Ja, guck mal, ne? Achso, auf der 50. Ja, okay. Welche Nummer? 23. Ein bisschen enttäuschend, dass mein Kontaktmann von Nitrado noch nie wach ist. Warum? Was brauchst du? Ich wollte ja fragen, wie man ein Problem lösen kann. Ach so, das Problem lösen kann, ja. Was für ein Problem? Den Nachbarn einen guten Morgen wünschen. Ja, wir haben da über Nacht, weißt du, über Nacht haben wir da einfach ungewünschten Besuch bekommen. Vor allen Dingen, ey, ohne Scheiß, ne? Wir waren gestern bis spät drauf, da war da noch nicht. Wann hat der gespielt? In welcher Zeitzone lebt dieser Mitbewohner? Aber gut. Das Problem werden wir lösen. Natürlich. Ich überlege gerade, ein paar Dinos vor die Tür stellen auf aggressiv. Die einmauern und dann kommt er raus und direkt
Ich sehe schon, es wird der Tag kommen, wo ich einfach PDF-Pläne von so einer Art Schlachtplan von Uwe bekomme. Mit taktischen Feldzügen, wie wir weiter vorgehen. Gar kein Problem. Ja, mit Pfeilen eingezeichnet. Ja, oh welcher Gott. Dino wann wohin muss. Aber ich glaube nicht mehr heute, Werner. Oh Mann. Dann sieht man da irgendwann Bilder von Uwes Wohnung, wo dann so ein riesiges ja. Modell aufgebaut ist. Geplant, wie so einen War Room hier im Arbeitszimmer. Ja, genau. So einen lustigen Zeichentisch, wo er die ganzen Pläne schmiedet. Ja. Hey, es wird alles digital gemacht. Also, ist ja langweilig. Ja, schön stimmt. Neben Schlafen gehen auf dem iPad nochmal einen Schlachtplan entwickeln. Wo gehört sich das? So gehört sich das. Ja, liebe Leute, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Schreibt gerne Wünsche, Vorschläge oder Meinungen zum Thema Mapwechsel in die Kommentare. Auch wenn ihr sagt, nö, bleibt hier, auch das bitte gerne niederschreiben. Weil wenn jeder nur sich denkt, nö, das passt so, aber keiner schreibt es rein, dann können wir natürlich nie wissen. Wir sehen uns wieder am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der App Server Heide. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.